Herzliche Grüße aus Bayreuth und willkommen zu einem Vertiefungsfilm auf 6 Minuten Jura. Nachdem wir in den letzten beiden Filmen darauf geblickt haben, wie ein Bürgschaftsvertrag entsteht und welche Rechtsfolgen daraus resultieren, möchte ich Ihnen jetzt einige Sonderformen der Bürgschaft vorstellen. Besonderheiten können sich entweder auf das Entstehen der Bürgschaftsforderung oder auf dessen Durchsetzung beziehen. Beginnen wir mit den Sonderformen, die ihren Ursprung in der Begründung der Bürgschaft haben. Hier ist zu unterscheiden zwischen der Mitbürgschaft, der Nachbürgschaft und der Rückbürgschaft. Verbürgen sich mehrere Personen für ein und dieselbe Forderung, spricht man von Mitbürgschaft, vergleiche § 769 BGB. Zwischen den Mitbürgern kann eine vertragliche Verbindung bestehen, dies muss aber nicht der Fall sein. Einzige zwingende Voraussetzung ist die Identität der gesicherten Forderung. Auf der Rechtsfolgenseite haften die Mitbürger als Gesamtschuldner nach § 421 folgende. Zu den Folgen der Gesamtschuldnerschaft darf ich auf mein entsprechendes Video aus der Reihe Schuldrecht AT verweisen. Mit mehreren Bürgern haben wir es auch bei der Nachbürgschaft zu tun. Hier stehen die Bürger aber in einem anderen Verhältnis zueinander als die gerade erwähnten Mitbürger. Der Nachbürger verbirgt sich für die Verbindlichkeit des Hauptbürgen. Aus Sicht des Gläubigers ist der Nachbürger eine Art Ausfallbürger für den Hauptbürgen. Da nicht dieselbe Forderung abgesichert wird, handelt es sich also auch nicht um Gesamtschuldner. Der Nachbürger kann nur in Anspruch genommen werden, wenn der Hauptbürger seiner Bürgschaftsverpflichtung nicht nachkommt. Er haftet also subsidiär. Eine ähnliche Konstellation liegt schließlich bei der Rückbürgschaft vor. Dort kommt zwar ebenfalls ein weiterer Bürger ins Spiel, er sichert bei der Rückbürgschaft aber den Regressanspruch des Hauptbürgen gegen den Schuldner ab. Wenn Sie so wollen, ist er also Bürge des Bürgen. Zur Verdeutlichung hier ein schnelles Beispiel. V schließt mit der B-Bank einen Darlehensvertrag ab. Weil die Bank eine Sicherheit verlangt, verbirgt sich die F, die Freundin des V, für den Darlehensrückzahlungsanspruch. Da die F an der Zahlungsfähigkeit des V zweifelt, sichert sie sich ihrerseits ab. Dazu schließt sie mit Y einen Bürgschaftsvertrag, der ihren Regressanspruch gegen den V aus § 774 Absatz 1 mit 488 Absatz 1 Satz 2 absichern soll. In diesem Fall ist die F Hauptbürgerin und Y ihr Rückbürger. Weitere Sonderformen ergeben sich, wenn man auf die Rechtsfolgen der Inanspruchnahme des Bürgen blickt. Differenziert werden kann hier zwischen der uns schon bekannten selbstschuldnerischen Bürgschaft, der Bürgschaft auf erstes Anfordern, der Höchstbetragsbürgschaft und der Bürgschaft auf Zeit. Besonders praxis- und auch klausurrelevant ist die selbstschuldnerische Bürgschaft. Bei ihr verzichtet der Bürger auf die ihm nach § 771 Satz 1 BGB zustehende Einrede der Vorausklage. Ein solcher Verzicht wird in der Praxis fast ausnahmslos erklärt. Eine entsprechende Vereinbarung ist sogar in AGB zulässig. In der Folge kann der Bürger den Gläubiger nicht mehr auf die vorrangige Inanspruchnahme des Hauptschuldners verweisen. Hauptschuldner und Bürger haften in diesem Fall dem Gläubiger gegenüber gleichstufig. Die Bürgschaft auf erstes Anfordern enthält ebenfalls einen Einwendungsverzicht. Bei dieser Sonderform verzichtet der Bürger einstweilen auf seine Einwendungen und Einreden aus dem Hauptschuldverhältnis. Im Ergebnis verpflichtet er sich damit also zu einer sofortigen Zahlung. Sollte sich jedoch hinterher herausstellen, dass ihm tatsächlich Einwendungen oder Einreden zugestanden haben, besteht gegebenenfalls ein Rückzahlungsanspruch aus § 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 BGB. Diese Ausgestaltung der Bürgschaft weicht also die Akzessorietät der Bürgschaft auf. Der Inhalt der letzten zu besprechenden Sonderformen ergibt sich bereits aus ihrem Namen. Bei der Höchstbetragsbürgschaft vereinbaren Bürger und Gläubiger einen bestimmten Geldbetrag
auf den die Inanspruchnahme des Bürgen maximal beschränkt sein soll. Der Bürger kann so sein wirtschaftliches Risiko kalkulieren und absichern. Für Gläubiger geht jedoch der Vorteil der Bürgschaft als Sicherungsmittel teilweise verloren. Bei der Bürgschaft auf Zeit wird die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Bürgen zeitlich begrenzt. Nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums wird der Bürger von seiner Verpflichtung frei, was § 777 Absatz 1 Satz 1 ausdrücklich anordnet. Sie sehen, dass es im Bürgschaftsrecht eine ganze Reihe verschiedener Gestaltungsmöglichkeiten gibt. In der Klausursituation müssen Sie daher die Informationen des Sachverhalts stets genau auswerten. Sollten einzelne Punkte gegenüber dem Gesetzesrecht modifiziert sein, bleiben Sie ruhig, denn an der grundlegenden Wirkweise einer Bürgschaft ändert sich nichts. Damit verabschiede ich mich für heute bei Ihnen auf 6 Minuten Jura. Ob Sie die verschiedenen Sonderformen sicher auseinanderhalten können, sollten Sie jetzt mit meinem Quiz überprüfen.